Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Mount, welches wir von einem Händler uns kaufen können für relativ viele Münzen. Der eine oder andere mag schon gesehen haben, ich befinde mich hier in der Herzkammer, denn wir wollen uns heute das Mount von Foreron kaufen. Und der hat verschiedene Items im Angebot. Einmal hier die Vessel quasi, dass wir in die großen Vision rein können. Dann das Bonus-Sockel-Item und dann noch zwei andere. Und zwar einmal einen Transmog. Umhang, beziehungsweise der auf dem Umhang-Slot, aber es ist hier ein Rucksack, also schwarzer Drachenschuppenrucksack, den werden wir uns auch noch holen. Und dann das, wo es heute rumgeht, und zwar die bösartige oder den bösartigen Schwärmer. Und der kostet uns insgesamt 100.000 verderbte Andenken. Den werden wir uns gleich holen. Zuerst gehen wir noch drauf ein, wo wir diese Andenken herkriegen können. Und zwar gibt es da verschiedene Quellen, wo ihr sie farmen könnt. Wir haben ja jetzt seit 8.3 einmal die Invasionen. Hier zum Beispiel in Uldum haben wir eine Invasion. Dort gibt es verschiedene Aktivitäten, die wir abschließen können. Dailies und den Abschluss einmal der Invasion. Da kriegen wir ein paar Marken raus. Selbiges gilt natürlich dann auch hier fürs Tal. Da haben wir auch immer Invasionen. Und da gibt es dann immer bei der Endzeit-Invasion auch die kleinen Visions. Da könnt ihr theoretisch eine Stunde drin farmen, euch auch diese Marken holen, beziehungsweise bekommt dann auch von der Daily, glaube ich, ein paar von diesen Andenken. Viel wichtiger ist, dass ihr durch diese ganzen Aktivitäten eine andere Währung bekommt. Und zwar haben wir hier die manifestierte Vision, heißt das. Und mit dieser Währung könnt ihr bei Furion, wie gesagt, die Vessel hier kaufen. Und mit der könnt ihr dann die großen Visionen machen. Also sprich, wenn wir hier reingehen. Und hier ist es so, dass wir da die meisten von den Andenken bekommen. Ach so, ich muss jetzt eine kaufen, sonst können wir auch nicht rein. Ich habe meine letzte Verbrauch. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich zeige euch mal kurz oder ich erkläre euch mal kurz, wie ihr möglichst viele Andenken hier rausbekommt. Also, wir melden uns einmal an. Wir können hier abwechselnd SW und OG kommen. Ich denke mal, das dürften die meisten kennen. Und jetzt will ich euch mal so ein bisschen erklären, wie ihr die meisten Abzeichen aus der Vision rauszieht. Und zwar gehen wir jetzt rein. Ihr solltet als allererstes euch diese Masken hier freispielen, denn umso mehr Masken ihr aktiviert, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann steht dran, erhalten von verderbten Andenken erhöht und pro Maske, die wir aktivieren, kriegen wir mehr. Wie funktioniert das, wenn wir Mobs umhauen, beziehungsweise ja, Sachen aufmachen wie Kisten, bekommen wir dann aus diesen Quellen immer mehr von den Marken, umso mehr Masken wir aktiviert haben. Es wird aber auch schwieriger. Ja? Zu dieser Thematik habe ich schon viele Videos gemacht. Ich habe ein Video gemacht, wie man die Masken kriegt. Ich habe ein Video zu den ganzen Runs gemacht, auch zu dem 5-Masken-Run. Mittlerweile bin ich so gut in den 5-Masken-Runs, dass ich am Ende alle Orbs über habe, also hier diese Wiederherstellungskugeln quasi und auch mein Freedev noch offen habe. Ich kann mittlerweile sogar Leute durch einen 5-Masken-Run durchziehen, mache ganz gut Gold. Also es ist nicht mehr so schwierig. Ich denke mal, der eine oder andere kann es von euch jetzt auch relativ easy herkriegen und beziehungsweise hinkriegen. Heißt, ihr aktiviert alle Masken, kriegt dann erheblich mehr Münzen raus. Und was ihr auch machen solltet, natürlich alle Kisten mitnehmen. Hier habe ich ein Addon, wo mir die Kisten anzeigt. Und dann dementsprechend gibt es auch noch Kristalle. Und zwar gibt es in jeder Zone immer zwei Kristalle. Es sind zweimal ein paar mehr Spawnpunkte, also es sind immer so 4, maximal 5 Spawnpunkte in einer Zone und zwei von diesen Kristallen sind immer da. Und wenn ihr diese Kristalle mitnehmt, könnt ihr insgesamt, da es 5 Zonen sind und in jeder Zone maximal 2 Kristalle sind, 10 Kristalle bekommen. Und die könnt ihr dann hier bei einem Typen abgeben. Selbiges gilt auch für Sturmwind und dann kriegt ihr nochmal eine extra Kiste. Und ich glaube, in der extra Kiste sind nochmal 425 Kristalle drin. Wenn ihr also alle 5 Masken aktiviert habt, also alle 5 Masken aktiviert habt, jede Kiste mitnimmt, alle 10 Kristalle mitnehmt, alle Mobs umhaut, die Kristalle abgebt und die volle Anzahl bekommt und alles cleart mit einem 5-Masken-Run, dann bekommt ihr oder könnt ihr bis zu 5000 von den Abzeichen aus einem Run rausziehen. Da müsst ihr aber wirklich alles mitnehmen. Wenn ihr nicht alles mitnehmt, wird es ein bisschen weniger, dann sind es vielleicht nur 4000. Aber wenn ihr es wirklich ausmaxen wollt, dann könnt ihr insgesamt bis zu 5000 kriegen. Ich kriege auch nicht bei jedem Run 5000, dann sind es mal 4800, 4900, vielleicht mal knappe 5k, das ist wirklich das Maximum, wie gesagt. Aber sowas um den Dreh könnt ihr rechnen, dass ihr da bekommt. Und ihr bekommt ja auch noch zusätzlich aus den verschiedenen Wegen, die ich vorhin genannt habe, um dementsprechend hier diese manifestierten Visionen zu holen, auch ein paar Münzen. Also das summiert sich dann eigentlich auf 5k pro Run auf.
So, jetzt haben wir 5K pro Run, wenn ihr das Maximale mitnehmt. Wie viele Runs kann man pro Woche laufen? Ihr könnt rechnen, 5 bis 6 Runs bekommt ihr, wenn ihr die Dailies jeden Tag macht, die kleine Vision jeden Tag macht und am besten dann auch noch die Invasion. Gut, die nehmt ihr dann zwangsläufig sowieso mit. Dann könnt ihr 5 bis 6 Masken in der Woche machen. Wenn wir jetzt mal mit 5 rechnen, das ist ein bisschen weniger, wenn ihr nicht wirklich komplett alles macht, dann sind es bei den vollen Runs mit 5K 25.000, braucht ihr 4 Wochen, dann habt ihr das Mount zusammen. Ja, es ist also gar nicht so krass, wenn man hohe Maskenruns läuft, kriegt man dementsprechend wesentlich mehr und dann kann man sich schnell zusammenholen. Wenn man dann sogar rechnet, okay, man schaut, dass man 6 Masken die Woche bekommt, dann sind es ja 30K, dann sind es vielleicht bloß 3,5 Wochen, die man braucht, um das Mount zu farmen. Und vorher müsst ihr aber auf jeden Fall hier die Konsole noch ausgeskillt haben, das kostet auch schon mal ein paar Marken, aber bevor ihr 5 Maskenruns macht, würde ich euch empfehlen, dass ihr hier dementsprechend die Konsole ausgeskillt habt. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, kaufen wir uns mal die 2 Items, und zwar das Mount. Ich habe nämlich insgesamt 106.000 Marken. Kaufen wir uns auch mal den Rücken und schauen uns das dann mal an. Also den Rücken können wir den gleich mal anziehen, wie der aussieht. Er passt eigentlich gar nicht so schlecht zu meinem Set, fällt mir gerade auf. Also kann man machen, oder? Also so vom Schwarzton. Es ist jetzt nicht genauso und ich habe jetzt auch nichts Goldenes im Gear, aber wird sogar klar gehen, wie ich finde. Vielleicht überlege ich mir das sogar. Also ist jetzt nicht ganz schlecht auf jeden Fall. Und viel wichtiger ist, wir wollen uns natürlich das Mount mal angucken. Und vielleicht ist der ein oder andere interessiert, wo ich bei den Mounts insgesamt stehe. Und zwar bösartiger Schwärmer. Den lernen wir jetzt einmal und schauen uns den auch an. Bösartiger Schwärmer. Das ist der hier. Es gibt hier auch andere von diesen Mounts, die hatte ich ja auch schon in vergangenen Videos gezeigt. Also die bösartige Drohne, die droppt vom Leichenfresser. Und dann gibt es noch eine Reihe mehr, die dasselbe Model haben. Eins, was man bei einer Quest bekommen kann, habe ich auch schon ein Video gemacht. Falls euch das interessiert, einfach meine Playlist ein bisschen durchgucken. So, jetzt schauen wir uns den bösartigen Schwärmer an. Ich muss fast sagen, das ist von der Farbgebung eigentlich einer der coolsten von diesen Drohnen-Mounts. Rot und dieses bisschen hellere Lila finde ich schon ganz geil eigentlich, so von der Kombi. Und ja, ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Und was noch schicker ist, es ist eins der letzten, die mir jetzt insgesamt im Spiel fehlen. Wenn ihr jetzt mal reinschauen wollt, ich bin jetzt bei 640 Mounts. Und mir fehlt in-game, was ich mir jetzt erfarmen kann, noch ein einziges Mount. Das Mount von Enzot im Mythisch-Modus. Das ist diese Qualle hier. Das ist das Letzte, was mir tatsächlich fehlt. Und klar, dann gäbe es noch zu holen den Magic Rooster Egg, also ein TCG-Mount. Das ist das letzte TCG-Mount, was mir dann noch fehlen würde. Aber dafür habe ich jetzt schon ein wenig Gold gespart. Nicht nur auf dem Char, sondern auf ein paar andere. Also ja, das werde ich mir, denke ich mal, auch bald holen. Und dann ist nur noch quasi das hier offen. Mal gucken. Heißt, viele Mount Guides wird es jetzt das Addon nicht mehr geben. Den Mount Guide für Nyalota, die Raid Achievements muss ich noch aufnehmen, aber sonst sind wir tatsächlich soweit durch. Und ja, ich freue mich dann schon mal auf BFA, auf die nächsten Mounts, die man dazu farmen kann. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.